ja, wie ich gerade sagen wollte, es macht mich sogar so krass nervös bei diesem Spiel, wenn man zu spät ist und die Musik nicht aufhört, dass ich sogar vergessen habe, das Mikrofon einzuschalten. Mhm. Das ist schön. Ja, also dann herzlich willkommen zurück zu Mack & Truck Simulator. Ich sagte gerade vorhin in der Einleitung, es ist halt schön, dass es jetzt endlich mal wieder hier weitergeht, nach Urlaub und so weiter. Und wir sind ja jetzt hier endlich in Washington so richtig. Und sind halt ziemlich knapp dran mit der Zeit. So, das war das, was ich mehr oder weniger gesagt hatte. Und dass ich die Rift, dass ich hoffe, dass die Rift ordentlich funktioniert, weil ich sie gerade schon wieder neu hier angeschlossen habe. Das Schöne ist aber, ich habe jetzt eine Verlängerung drin. Das funktioniert wirklich sehr gut, kann ich nur empfehlen. 5 Meter aktive USB 3.0 Verlängerung, obwohl ich bisher auch den Strom nicht anschließen musste. Bisher ging es tatsächlich so. Aber sie hat halt eben die Möglichkeit, dass man sie noch zusätzlich mit Strom powern kann. Genauso auch eben ein HDMI-Verstärker und ein 5 Meter HDMI-Kabel habe ich jetzt dauerhaft an meinem Rechner dran. Und da schließe ich die Rift an und das geht wirklich ziemlich gut. Das Schöne ist nämlich so, dass ich so auch im Wohnzimmer damit spielen kann. Obwohl der Rechner hier stehen bleibt. Das ist ziemlich cool. Weil so kann ich auch mal so schön jetzt so dann, ohne immer den Rechner umbauen zu müssen, jetzt auch endlich die guten Sachen wie Skyrim halt zu spielen, die bei denen ich halt, also die man dann doch lieber wirklich, also für die volle Immersion halt im Stehen spielt. Ich kann jetzt leider gerade nicht sehen, 60 ist erst der da drunter, ne? Haben die hier in den Spiegel irgendwie Dings verringert? Die Sichtweite? Boah, ich bin gerade, wir müssen jetzt hier gerade echt Gas geben. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns das jetzt so viel Geld kostet. Übrigens lustig bei dem Thema gerade, letztens lief Convoy mal wieder im Fernsehen. Also ich möchte das jetzt erstmal kurz zu Ende bringen, weil wir so knapp mit der Zeit sind, dann kann ich irgendwie, also so lange kann ich irgendwie gerade nicht so richtig über Gesprächsthemen anfangen, weil sonst mich das irre nervt mit der Musik. Merkt man das erst, ne? Ich denke immer so zwischendurch, manchmal mal halt so ruhig gefasst und denkt man, eigentlich ist das scheiße, dass es halt hier kein Radio gibt, aber dann zumindest, wenn es halt diese Musik ist, nervt es halt irgendwie doch krass. Also es lenkt einen krass ab, weil es, also es ist schwierig dabei zu reden, weil man immer Angst hat, dass man sowieso, dass die Musik ganz so übertönt. Was wahrscheinlich auch so ist. Da fallen Dings. Oh ja, danke, danke. Du musst mir das nicht so für die Fresse knallen. Kannst du mir weggehen, danke. Ich sehe überhaupt nichts mit dieser Sonne hier. Was ist denn das? Nimm das mal lassen, bitte. Das ist das Einzige, was bei der Rift ein bisschen scheiße ist. Also, dass halt die Rift, aber ich schätze, bei der HTC Vive ist es auch nicht anders. Die kommt halt nicht klar, ist halt nicht wirklich kompatibel mit dem, Lighting von dem Spiel, weil das Spiel, die Sonne halt, was halt ein bisschen falsch ist, das Spiel hat halt kein, glaube ich zumindest, hat halt einfach hier kein richtiges Lighting. Sie kommt zwar zu korrekt hier rein, die Sonne, an der korrekten Stelle, also ist schon physikalisch, also ne, da, aber es ist kein Lighting wie bei manchen anderen grafisch hoch aufwendigen Spielen, sondern es ist halt sozusagen, die Sonne liegt halt sozusagen als Textur hier drüber. Und das macht halt bei der Rift das Problem, dass du halt so eine, bei doller Sonneneinstrahlung halt so eine diese Gesicht hast. Ne? Weil das hier ja einfach, also ich sehe hier ja jetzt einfach so einen fetten gelben Nebel hier durchs Fenster kommen. Und der ist halt dann blöderweise in der Rift, ist der halt physikalisch als Fläche da, was natürlich nicht ganz der Realität entspricht, wie die Sonne halt normalerweise einstrahlen würde. So. Ich hoffe, das wird jetzt was hier. Oh. Ja, das Schöne ist dann, weil warte, zumindest schickt er mich jetzt schon wieder, weil es unheimlich, ich glaube, diesmal schickt er mich so, dass ich da auch hinkomme.
mich jetzt immer nur im Kreis hin und her schickt, ne? Das wäre fatal. Dann raste ich aus, weil dann kommen wir niemals an und verkacken. Hallo. Was sind meine Maus? Achso, jetzt ist die Maus alle. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich ein bisschen komisch, weil eben war ich halt schon mal mit der Maus offscreen, also war ich halt raus aus dem Spiel und habe dann aus Versehen Nvidia Systemsteuerung geöffnet, was nicht so geil war. Und da drin rumgeklickt. Ding ist auch übrigens bezüglich der Maus, ne? Ich liebe diese Maus. Kann Leute sagen, was sie wollen. Ich weiß, die meisten Leute sind nicht so auf drahtlose Mäuse, wegen eben halt, ne, Akkuwechsel und all so ein Kram. Viele Leute sind auch der Meinung, dass sie nicht schnell genug sind. Das kann ich definitiv also widerlegen. Bei ESL können, also bei irgendwelchen ESL-Sachen können wir uns drüber streiten, wo die Leute auch der Meinung sind, über 100 FPS zu brauchen, was eigentlich nicht, aus meiner Sicht nicht logisch ist, aber das ist dann nochmal wieder ein anderer Streitpunkt. Aber auf jeden Fall, was die Maus angeht. Also ich kann das verstehen, dass man da dann halt sagt, ESL oder so. Ja, da, wenn man dann wie so kein Counter-Strike oder Fenster oder was weiß ich was spielt, da kann ich dann noch verstehen, wenn man da halt sagt, ja okay, man braucht da dann dringend eine kabelgebundene Maus. Aber ansonsten ist das tatsächlich, das, also kann mir da keiner argumentieren, dass das irgendwie mit der Geschwindigkeit nicht hinhaut, wenn man die richtige Maus hat. Wie nämlich diese, es ist aus meiner Sicht definitiv die beste kabellose Maus, die jemals gemacht wurde. Ich liebe kabellose Mäuse, weil ich hasse es, eine Maus an einem Kabel zu haben. Ich habe das Gefühl, mich behindert das. Und ich hatte halt schon immer eine kabellose Maus so und deshalb habe ich mir halt auch die als kabellose Maus hier gekauft, die Red 9, und ich finde das schrecklich. Ich finde das schrecklich, dass es das nicht mehr gibt. Mad Cats wurde jetzt, also die, es gab die schon seit der letzten Generation halt, gab es schon diese spezielle Maus nicht mehr. Und jetzt wurde Mad Cats auch noch schon wieder neu aufgekauft, beziehungsweise, also es war ja vorher nicht Mad Cats, die Mäuse, also es war halt vorher Zaytech. Es war Cyborg von Zaytech. Meine Maus ist noch eine Cyborg-Maus. So, und die wurden aufgekauft von Mad Cats. Und jetzt wurde Mad Cats aufgekauft von, oder halt, was heißt aufgekauft, übernommen von Mad Cats Global. Und jetzt machen sie nochmal wieder eine komplett neue Palette an Mäusen. Und die einzige Draht, und jetzt haben sie überhaupt keine drahtlosen Mäuse mehr. Die einzige drahtlose Maus, die sie noch haben, ist halt jetzt eine mit dem neuen System, mit diesem Pad. Ich finde es ja wirklich sehr klug. Es ist ja an sich das beste System mit diesem neuen, also jetzt dieses, dass du halt dieses feste Mauspad hast. Und darauf die Maus, das ist ziemlich geil, weil halt eben du die Maus nicht mehr laden musst. Was ich aber daran ganz, ganz schlimm finde, ist, dass es mich dann eben halt doch wieder behindert, so wie wenn ich halt eine, so wie wenn ich da die kabelgebundene Maus hätte, weil das Problem ist, was ich jetzt dafür brauche, ist ein Mauspad, und dafür habe ich hier neben dem Lenkrad erst recht keinen Platz. Wie ihr wisst, lasse ich ja das Lenkrad die ganze Zeit dran, und das finde ich schrecklich, dass das jetzt, also ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich merke halt, die Maus gibt mit den Akkus und so langsam den Geist auf, und ich weiß halt echt nicht, was ich machen soll, wenn die mal kaputt geht, die Maus. Weil dann kann ich mir nur entweder eine kabelgebundene Maus holen oder eine kabellose Maus von einem ganz anderen Hersteller. Man muss sich gucken, wer was Ordentliches baut. Ich kann dann nur noch hoffen, dass es von Logitech einigermaßen was Ordentliches gibt oder von Razer oder Corsair. Aber das Problem ist halt, dass es da auch auf dem Markt nicht so viele Hersteller meines Vertrauens gibt. Aber ich glaube, Razer hat gar keine kabellosen Mäuse. Corsair, obwohl Razer hat wahrscheinlich auch sowas mit so einem Pad jetzt inzwischen. Corsair hat bestimmt sowas, aber ich weiß nicht, wie die da so sind in der Qualität und so. Und die einzige, bei denen ich halt wirklich Hoffnung hätte, dass sie halt so eine Maus nach meinem Geschmack wirklich haben, wäre halt eine Logitech G1. Aber das müsste sich dann halt zeigen, ob es da sowas tatsächlich gibt, so wie ich mir das vorstelle.
Da ist noch ein ganzer Anhänger zwischen, wollen mich verarschen. Oh, wie soll ich. Ich kann hier nicht mal ordentlich wenden. Man kennt diese Dinger echt ein bisschen übertrieben, ne? Also ich finde das halt so albern, das ist halt diese. Das haben sich damals voll doof ausgedacht mit diesen drei. Obwohl, na, so doof ist es halt eigentlich auch nicht, aber halt mit diesen drei Schwierigkeitsgraden. Weil das ist halt manchmal. Ist halt dieser höchste Schwierigkeitsgrad. Ja, toll, weil das. Also erstens ist halt der erste Schwierigkeitsgrad ja gar kein Schwierigkeitsgrad, sondern überspringen. Also eigentlich nur zwei Schwierigkeitsgrade. Und dann ist eben halt das Problem, dass finde ich dieser höhere Schwierigkeitsgrad hier. Boah, ich drehe gerade die ganze in die falsche Richtung, das ist ein Wunder. So, dass dieser erhöhte Schwierigkeitsgrad hier eben. Halt manchmal finde ich viel zu leicht ist und dann ist er manchmal aber so übertrieben schwer. Also wie hier jetzt gerade zum Beispiel, das ist halt eher so, na okay, das ist noch okay, aber es gibt halt manche Sachen, die echt ganz fertig. Jetzt passt es. Das hier, okay, das hier gehört halt tatsächlich zum Alltag von einem LKW-Fahrer, nur ich glaube, also da, das hier ist halt wieder so ein Problem, wie halt in so vielen Spielen es diese Probleme gibt. Sims ist ja eins der allergrößten. Ich hasse dieses einfach in Spielen, dass ja die Zeit skaliert wird, so im Spiel. Du hast halt eine, die Zeit vergeht schneller als im echten Leben und das funktioniert meistens sehr gut, aber dann gibt es halt so ein paar Situationen, wie hier halt zum Beispiel das Einparken, wo es einfach nicht realistisch ist, wo du halt dann, wenn du so spät dran bist, fürs Einparken, ja hier, verspätet, viel zu wenig Zeit hast. Das finde ich ganz kritisch und das finde ich auch ein ganz großes Problem, halt zum Beispiel bei Sims. Da ist es halt ja auch so, dass die Zeit an sich ganz gut angepasst sind. Ist also von dem Dings, ist das halt schön, dass halt eine Minute, eine Stunde ist und so bei Sims, das finde ich immer ganz nett. Aber was halt bei Sims ein echtes Problem ist, ist halt, wenn du zum, also, das Problem ist halt, die Sims machen ja die Animation nicht schneller, also nicht, die Animationen werden ja nicht schneller abgespielt. Die Sims bewegen sich ja in Echtzeit. Und das Problem dabei ist, dass dadurch, dass ja die Zeit aber schneller vergeht, haut das mit vielen Sachen hin. Viele Sachen sind halt sehr abgekürzt, Handlungsabläufe, die sie machen. Dadurch, ne, gleicht sich das allgemein relativ aus. Problematisch wird es aber dann, wenn du bei Sims zum Beispiel ein sehr großes Haus baust. Ich habe bei Sims 4 eine Familie, die wohnt in einer riesigen Villa. Und das Problem ist einfach, es vergeht in-game 20 Minuten, bis einer dieser Sims beispielsweise von seinem Schlafzimmer bis zur Haustür gegangen ist. Und das ist, finde ich, halt dann immer bei so Spielen problematisch, wenn es da dann halt diese Situation gibt, wo das halt dann irgendwie nicht mehr passt mit der Zeit. Weil das ist halt einfach nicht realistisch, dass du halt 20 Minuten brauchst, um durch dein Haus zu gehen. Das ist auch bei ganz vielen anderen Animationen bei Sims oder ganz vielen anderen Tätigkeiten nicht realistisch, nur da stört es nicht so, weil es einen nicht im Spielen behindert. Aber da ist es dann halt zum Beispiel auch so, dass die Sims halt, also, dass es halt ganz schwer ist, die Sims pünktlich zur Arbeit oder zur Schule zu kriegen, wenn sie halt immer so lange durchs Haus brauchen. Genauso ist das halt hier mit dem Abliefern. So, das mit der Zeit, dass die knapp bemessen ist, das finde ich alles noch okay. Aber wenn es halt dann ums Einparken geht, ist es blöd, dass wenn man schon knapp dran ist, dass man eigentlich, um nicht verspätet zu sein, dann immer das Einparken überspringen muss, weil es komplett unrealistisch ist, es noch in dieser Restzeit zu schaffen. Und also ich weiß natürlich nicht, es kann sein, dass das schon sehr streng geregelt ist und so, aber ich irgendwie so richtig kann ich es mir nicht vorstellen, wenn du halt da bist mit dem LKW. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dir halt tatsächlich, so wie in meinem Fall jetzt gerade, 6.000 Euro streicht, weil du noch einparken musst. Also, ich weiß nicht. Dann, also weißt du, sonst, das könnte man ja auch weglassen. Das ist halt die andere Seite. So, das ist entweder halt dann noch zum Parken extra Zeit draufgeben, dass man noch parken kann. Oder halt eben dann, also ist es, finde ich, nicht so fair, dann unbedingt so einen riesen Betrag jetzt abzustreichen, weil die Zeit halt beim Parken genauso weiterläuft, als würdest du halt noch fahren.
obwohl du fürs Parken halt, obwohl du das Fahren wegen der geringeren Kilometerzahl im Verhältnis zur echten Welt halt tatsächlich auch im Verhältnis zur Zeit schaffst, aber das Einparken halt nicht. Das ist, naja. Okay, so, dann wollte ich jetzt mal drüber reden. Ich wollte nur sagen, wir sind ja jetzt endlich in Washington. Entsprechend heißt es ja jetzt auch schon seit dem letzten Part nicht mehr Oregon, sondern Let's Play ATS Washington Parts und so. Hatte ich ja schon mal gesagt, ich wollte es jetzt nochmal sagen zur Sicherheit. Es wird jetzt so sein, ich werde die Partnamen, ich werde jetzt immer das auf den Namen des DLCs, des neuesten DLCs, was bei mir jetzt gerade installiert ist, darauf werde ich den Namen anpassen und das auch so lange lassen, bis ein neues kommt. Auch wenn wir nicht mehr in Washington unterwegs sind, es wird weiter Washington heißen. Allerdings wird, weil ich keine Lust habe, halt 1000 ATS-Serien auf meinem Kanal zu haben, auch wenn ich es alles in die gleiche Playlist packe und immer wieder mit 0 anzufangen vom Zählen her, werde ich die Zahlen jetzt kontinuierlich weiterlaufen lassen. Also jetzt nach Oregon kommt Washington, Zahlen laufen aber, Folgennummern laufen von Oregon weiter, ändert sich nur der Name Washington. Genauso wird es sein, wenn jetzt Utah rauskommt, ist inzwischen schon angekündigt, Ende des Jahres oder so kommt Utah raus, freue ich mich auch schon sehr drauf. Wenn Utah kommt, Folgennummern laufen weiter, Name ändert sich in Utah. Ebenso dann halt, wenn dann Idaho, ich weiß nicht genau, mit was sie dann weitermachen, ob mit Idaho oder mit Texas, also das hier wäre ja Idaho, hier ist Utah. Ich könnte mir auch vorstellen, also wenn sie jetzt hier mit Utah nach rechts gehen, ich könnte mir andererseits auch vorstellen, dass sie Texas machen, nach Utah. Das wären halt so die beiden Möglichkeiten, entweder Texas oder Idaho, würde dann auch entsprechend heißen. Das ist tatsächlich was, können wir kurz mal drüber diskutieren. Ich bin mal sehr gespannt, was die also als nächstes, also was die machen. Weil sie könnten halt theoretisch, also die Frage ist, entweder sie entscheiden sich halt so schnell wie möglich jetzt rüber zu gehen. Das kann sein, dass sie sagen, sie wollen jetzt ganz schnell, wo sie jetzt erstmal unten schon mal, also da angekommen sind bei Texas, wollen sie jetzt schon mal schnell rüber in so einem etwas breiteren Streifen, weshalb sie Utah hier noch mit drangenommen haben. Das kann, oder ist das Utah? Nee, ich glaube, das ist Utah. Es kann halt sein, dann würden sie jetzt Utah machen und dann Texas und dann da Oklahoma. Das hier ist, glaube ich, Oklahoma. Und dann da weiter. Das könnte sein. Das wäre ganz cool. Oder, was, also die andere Möglichkeit ist ja, dass sie jetzt tatsächlich so reihenweise hochgehen. Ne? Also sie haben hier New Mexico. Gut, sie haben jetzt erstmal Oregon gemacht. Aber es könnte halt auch sein, sie machen jetzt halt Utah, Idaho und dann machen sie hier South Dakota, North Dakota, ist das korrekt? Sind das hier South und North Dakota? Ne, das ist was anderes hier. Das sind, glaube ich, South und North Dakota. Oder das hier ist Montana, das kann auch sein. Das sind, glaube ich, South und North Dakota. Und da ist, glaube ich, Michigan oder so. Aber das könnte halt auch spannend sein. Ich finde das hier immer noch richtig unnötig, ne? Es gibt ja viele Landesgrenzen, die bescheid sind, aber die Amis mit ihren Staaten sind halt richtig bekloppt. Also das hier, ne? Oklahoma. Ich verstehe es einfach nicht. Warum hat das hier so eine Ecke? Kann man das nicht... Konnten die sich echt nicht drüber einigen, die Grenze da irgendwie anders zu ziehen? Das ist schon traurig. So. Aber gut, können mir jetzt bestimmt Leute was erzählen, wie sonst das für so wichtigen Kriegen für die Amerikaner irgendwie, dass das da so mit den Grenzen oder so, oder keine Ahnung, obwohl keine kam, ich meine, die waren damals schon vereinigt, die Staaten, also wäre halt echt bescheuert, wenn sie sich da noch gekriegt hätten. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Spokane. Wo fahren wir hin? Tacoma, Longview, Vancouver. Ich schlage vor, fällt mir aber gerade ein, wir können also Seattle wäre halt cool. Aber ich finde, wir können auch einfach mal gucken, was der... Haben wir unseren Anhänger gar nicht dran? Haben wir unseren Anhänger gar nicht dran? Unmöglich. Krass. Das wusste ich nicht. Aber stimmt, wir hatten gerade einen Wallbird-Anhänger. Können wir hier hoch? Nach Colville. Wann ist noch ein Traktor? So wie es aussieht, ich kann es gerade nicht genau erkennen in der Rift of Lösung. Oh, mein Colville. Ich hoffe, es geht auch noch von der Partlänge her. Es sind hier meistens, oh, schon 22 Minuten. Aber wir starten es trotzdem.
weil das ist sonst viel zu wenig, was sie hier gemacht haben. Ich glaube, das schaffen wir. Auch mit diesem kleinen, mit dieser kleinen Gurke hier. Bei der Hitze ist das ja echt nochmal anders. Da drehen die Augen schnell oder werden trocken. Unter der Luft. Oh, ist das schlimm. Das ist grad, ich finde das halt echt schlimm, dass hier so heiß sind. Im Zimmer hier wird es halt natürlich noch heißer. Das sind wir hier in Hamburg nicht gewohnt. Einfach echt. Es war auch echt angenehm, als ich jetzt in Schweden war. In Schweden war es echt nicht. War es zum Glück nicht so schlimm. Obwohl es eigentlich, also hat mich fast ein bisschen gewundert. Also ich hätte halt nicht gedacht, dass es hier halt jetzt doch wieder so heiß wird. Es war heiß, als ich losgefahren bin noch nach Schweden. Aber hätte trotzdem nicht gedacht, dass es hier jetzt wieder so heiß wird, weil normalerweise ist es meiner Erfahrung nach schon so, auch wenn viele Leute immer denken oder sagen, oder so, in Schweden ist es eher kälter. Das stimmt nicht. Das stimmt in den kalten Jahreszeiten. Das stimmt auch nicht. Oh, was habe ich denn? Hä? Irgendwas habe ich da? Oh. Okay, ich muss mal ganz kurz offen. Was habe ich denn da? Ein komisches Haar oder so liegt mir im Auge, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Ja. Ja, das ist schlimm. So. Ich hoffe, dass ich mit dem Auge noch ein bisschen aushalte, den Part hier lang. Muss ich halt danach doch aufhören. Boah. Hatte ich mir anders erhofft. Ist dann halt so, dass jetzt über dem Wetter so schlimm ist. Boah. Das Ding ist, ich habe halt normalerweise, also ich habe keine Allergie gegen Pollen oder so zu gehört. Irgendwas muss in meinem Auge platzt, seine Ader. Ja, was ich sagen wollte, ist, es ist aus meiner Erfahrung keineswegs so, dass es in Schweden kälter ist. So, das trifft auf die kalten Jahreszeiten zu. Aber in den heißen Jahreszeiten ist es eigentlich umgekehrt. In den meisten Teilen, also solange man sich nicht nach irgendwie sonst weit Nordschweden begibt, ist es eigentlich so, dass man, also dass eher das Klima. Genauso ist hier wie bei uns in Deutschland, nur eher, also generell extremer. Meiner Erfahrung nach. Na gut, dann fahren wir jetzt eine Weile ein und nicht weiter. Ich hoffe, ich kann das beeinträchtigen, meine Sichtwelt nicht allzu sehr. Eigentlich, was ich gerne mal ausprobieren würde, vielleicht habe ich auf der Gamescom die Chance. Ich habe gerade einen Artikel gelesen über die neue VR-Brille von Valve, dass die eine neue VR-Brille rausgebracht haben jetzt. Nach der HTC Vive Pro. Die halt zwar die gleiche Auflösung haben soll, aber jetzt auch wie die Oculus Rift S auf LC-Displays setzt. Anstatt OLED-Displays, das hat zwar das Problem, dass es halt nicht so dunkel ist, aber anscheinend haben die es wenigstens geschafft, dass die Bildwiederholrate gleich wird, bleibt und nicht schlechter wie bei der Oculus Rift S. Und sie haben halt ein größeres Sichtfeld, das noch zu einem noch halbwegs vertretbaren Preis. Es gibt ja mit dem größeren Sichtfeld diese komische Pimax 8K oder wie die heißt, aber keine Ahnung, für das Ding wollen die irgendwie $800 oder so haben, ne? Und es ist ja halt nicht so,
also es hat ja nicht so guten. Du musst es, also das ist ja dann nicht mal mit Sensoren oder so, sondern du musst ja einfach das von der HTC Vive alles dazu kaufen, das ganze Zubehör. Und bei der jetzt, toll, abgelaufen. Und dann machen wir den. Venetchi. Und der von, ich bekenne. Es ist so, dass diese neue Brille von Valve jetzt auch halt eben mit den HTC-Sachen kompatibel ist. Die Sensoren sind noch quasi die gleichen, die kannst du aber trotzdem einzeln, also kriegst du zu der Brille dazu. Und die ist halt eben nicht ganz so schlimm, die kostet halt, glaube ich, 700 irgendwas mit Sensoren. Und ich weiß gar nicht, ob auch Controllen, sie haben jetzt halt auch eigene Controller und das finde ich sieht spannend aus. Die Controller werden halt bisher noch nicht doll unterstützt, aber ich finde das spannend, weil die Controller etwas Oculus-ähnlicher aussehen. Sie sehen nicht, sie wirken etwas angenehmer als die Vive-Controller. Ich muss sagen, dass ich bei der Vive halt, so gut sie auch ist, ich hasse die Controller. Weil es halt einfach Fernbedienungen sind. Gefühlt und das, ich finde, das ist halt irgendwie die Immersion geht da ganz schön dadurch kaputt, wenn du eine fette Fernbedienung in der Hand hast. Gegenüber halt den, muss ich sagen, immer noch richtig geilen Controller von der Oculus, weshalb ich so richtig scheiße finde, dass sie bei der neuen Oculus die geändert haben. Und auch diese neuen Valve-Dings-Controller sind nicht wirklich besser oder konkurrenzfähig. Ich finde also von der Bauform her sind die hier von der normalen Oculus Rift halt einfach die besten Controller auf dem Markt. Finde ich halt schade, dass das scheinbar die Entwickler anders sehen. Vielleicht wegen dem Tracking, also dass die halt andere halt besser getrackt werden. Aber das ist also von der Immersion her finde ich die halt einfach viel besser als alle anderen, weil die hier halt. Weil es wirklich ist wie Hände. Also du hast sie halt einfach in der Hand nur so. Es ist halt einfach nur, als hättest du nur einen Stein in der Hand oder so. Ne? Und würdest dann halt, klar, du bewegst halt, du greifst halt nicht wirklich und so, sondern drückst halt zwar schon immer eine Taste, aber es ist alles so nah an der echten Hand. Also, so, ne, du hast nicht, deine Hand, die Größe deiner Hand vergrößert sich nicht. Es ist halt nicht so wie bei der Vive, wo du halt eigentlich das Gefühl hast, eine fette Fernbedienung in der Hand zu haben. Deshalb, ich bin mal gespannt auf diese, also finde ich die halt, also insofern finde ich die halt sehr spannend, diese neue. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Und die ist halt, also wenn du nur die Brille kaufst und das Vive-Zubehör halt hast, dann lohnt es sich halt wirklich, denke ich, weil diese Brille halt dann 500 irgendwas Euro kostet. Und ich denke, das ist das Upgrade wert, tatsächlich. Also der Tester, von dem ich das jetzt den Bericht gelesen hatte, der sagte halt, das ist halt so krass, es ist halt gar nicht klar, wie doll das mit dem Sichtfeld ein... beeinträchtigt, also so, das stimmt ja schon so. Es ist halt immer so, als würdest du hier durch so ein Fernglas gucken. So ein bisschen. Es ist nicht so störend, aber er sagt also auch, nach links und rechts ist das Problem nicht so groß. Aber nach oben und unten, weil was einem vielleicht gar nicht so klar ist, meinte er da in seinem Test, ist und was man auch nicht so unbedingt merkt, dass es einem fehlt bei der, also weil man merkt halt, dass es irgendwie nicht so realistisch ist, aber man weiß nicht, was einem fehlt an dem der Freiheit des Sehens. Das Ding ist, meinte er, dass einem oft nicht klar ist, dass man in echt, da man ja mit den Augen immer wandert, dauerhaft halt die Decke und den Boden eines Raums sehen kann und in der Rift halt oder der Vive halt nicht. Oh scheiße, das Spiel ist irgendwie halb oh nein, Oculus ist... Oh, was ist das denn jetzt? Nee. Er nimmt nicht mal meinen... Er nimmt auch den Controller nicht mehr an. Halt, hallo, hallo, mein Rechner ist komplett Alter. Alter. Alter! Was ist das denn jetzt? Ich fürchte, es ist zu heiß. Mein Rechner hat gerade irgendwie einen komplett Breakdown hier. Ich glaube, ich muss das Spiel neu starten. Scheiße. Na, warte, jetzt hat sich's wieder. Oh, fuck. Das kostet jetzt viel Geld.
Aber ich glaube, das macht nichts. Ich werde einfach mal kurz den Abschleppdienst anrufen und unseren Wagen hier abschleppen lassen. Ist zwar scheiße, aber machen wir jetzt einfach so. Nee, wo waren das hier? Das ist jetzt echt kacke. Das hatte ich auch noch nie. Ach, wie. Ich hatte jetzt schon wieder das Falsche gedrückt. Geht weg. 7. Eingabe. Das ist halt jetzt richtig kacke. Aber besser so als nicht. Also ich habe halt keine Lust, die Fahrt nochmal zu machen. Von eben. Das wird mich, glaube ich, mehr stören. Aber jetzt, oh nein, jetzt starten wir trotzdem wieder da, wo wir sonst starten würden. Nee, tun wir doch. Halleluja. Obwohl, vielleicht sind wir sogar näher dran. An dem, wo wir hin wollen. Müssen wir jetzt leider schon bald schlafen. Aber wir haben den LKW, wir haben den Anhänger noch dran. Spannend. Okay, das ist interessant. Das hatte ich halt auch noch nicht. Aber ich schätze, dass es... ich schätze, dass es halt an der... Achso, war der LKW gerade immer noch kaputt? Aber geht. Ich schätze, dass es an der Hitze liegt, dass mein Rechner gerade irgendwie nicht mehr mitgekommen ist. Ich weiß es nicht genau. Das ist natürlich kacke, wenn sowas passiert. Auf jeden Fall feucht, also wie man halt mit meinem Schniefen und meiner Rotze merkt, also ist... Es ist feucht unter der Rift. Man merkt gar nicht, was man so halt für. Was der eigene Körper halt immer so für Feuchtigkeit ausstrahlt, bis man halt so eine Rift oder so auf hat. So. Ja, wo wollte ich hin? Was wollte ich sagen? Der meinte halt, das Ding ist halt aber. Dieses Hoch- und Runtergucken, dass du halt in dieser Brille dann mit den 120 Grad gegenüber 110 oder so, die sie hat, oder vielleicht hat sie 130, ich weiß nicht, 120 oder 30 gegenüber 110 Grad Sichtfeld, die Reifen und Rift haben. Und da meinte er halt, dass das insofern halt ein krasser Unterschied ist, dass man halt tatsächlich sich halt umgucken kann mit den Augen, also im Raum, was halt einfach hoch runter angeht und dass das einfach nochmal man sich viel freier dadurch fühlt einfach in der Welt, nicht so, sonst fühlt man sich halt doch immer so ein bisschen hart eingeschränkt. Also ich würde es halt auch schön finden, also größeres Sichtfeld, also momentan vermisse ich es noch nicht, aber cool wäre es sicherlich. Und was ich halt, also ich würde mich schon freuen, hier in dem ganzen Ding eine schönere Auflösung zu, also eine bessere Auflösung zu haben, das allemal. Und ich muss mir nur, das Problem ist, also ich muss halt echt nochmal warten, bis was Geiles kommt. Also das Ding ist, bei Oculus kann ich scheinbar nicht bleiben, weil die haben jetzt halt die Rift S und die hat halt ganz viele Sachen, die mir nicht gefallen. Auch das mit den Sensoren nicht. Ich finde das eigentlich, also auf die Sensoren kann man sich halt verlassen. Wenn die Sensoren in der Brille sind, ist das halt, du kannst nicht hinter dich. Also, wie wollen die das tracken, wenn ich hinter mich greife mit dem Controller? Wie will die Rift das tracken? Das sehe ich noch nicht so ganz. Ich habe halt noch mit keiner gespielt, noch mit keiner Rift S, aber irgendwie sehe ich es halt noch nicht so ganz, dass es so richtig funktioniert. Einwandfrei. Also, es funktioniert sicherlich, also... Es funktioniert sicherlich schon erstmal einwandfrei, also von der Bedienung her, dass man halt da also problemlos alle Spiele auch mitspielen kann. Das, so meine ich es nicht. So, ne? Aber ich glaube, ich hätte da schon noch so die ein oder andere Sache dran auszusetzen.
deshalb mal gucken, also vielleicht ist diese neue Brille ganz geil halt von Valve. Momentan ab jetzt muss ich eh auch erstmal Geld für den Rechner sparen. Also ich kann mir das so momentan sowieso nicht leisten, neue zu kaufen. Und ich bin auch mit der hier momentan erstmal zufrieden mit der Rift. Aber also an der Auflösung, es wäre halt schon schöner hier als bei solchen Spielen, mit dem ist es halt schon schöner, eine höhere Auflösung zu haben. Aber das eben, da ist halt auch der neue Rechner erstmal eine Grundvoraussetzung, weil das möchte ich meinem Rechner dann halt ohne RTX 2080 auch nicht zumuten. Beziehungsweise eigentlich sogar über RTX 2080 Ti, was so ein bisschen davon abhängt, ob es halt preislich drin ist. Das Problem ist, dass halt leider momentan die Grafikkarte echt das teuerste ist. Gerade weil halt ja auch der Arbeitsspeicher günstig ist und so, die Prozessoren, wenn man sich also wenn man halt davon ausgeht, sich einen Ryzen 3900X zu kaufen, ist man da preislich nicht so, also haut das nicht so krass rein. Aber auch wenn man sich einen Intel i7-3900 kaufen würde, also 3900, ja doch, 9900, so, ne? Dann da auch das ist nicht so teuer. Momentan ist halt echt traurigerweise das teuerste die Grafikkarte, die halt mit 1000 Euro richtig krass reinhaut. Nur ich würde halt tatsächlich, wenn ich mir schon so einen Klopper kaufe, dann soll er ruhig auch die Raytracing-Kerne haben. Also will ich mir jetzt keine AMD-Grafikkarte kaufen. Eigentlich muss man sogar jetzt schnell machen, bevor es halt nur noch die Super-Grafikkarten gibt, weil die ja jetzt dann teurer sind. Nvidia will das ja tatsächlich, also will die ja komplett ersetzen, weil sie mit der Leistung wohl nicht zufrieden waren oder was. Und dann einfach zu dem Zeitpunkt halt die Leistung noch nicht rausholen konnten, als sie die angefangen haben. Sie stellen ja jetzt komplett um auf die Super, aber die Super, wie gesagt, wird dann eben noch mal teurer und hat eigentlich, also ab der 10, bei der 1080 war es jetzt schon so, nicht 1080, bei der 2080 war es jetzt schon so, dass sie ja jetzt gerade mal 8% mehr Leistung bringen soll als die reguläre RTX 2080, und wenn das bei der Ti halt noch geringer vielleicht wird, oder ja, wenn die überhaupt kommt, aber wenn es dann noch geringer wird, dann wäre es echt blöd, dafür mehr Geld ausgeben zu müssen, weil es die andere dann nicht mehr gibt. Deshalb eigentlich ist es auch gut dann jetzt. Möglichst bald sich da einzudecken, aber dann müsste man doch möglichst bald das Geld für den kompletten Rechner haben, weil es ist halt nichts blöder, denke ich, bei Rechnerkomponenten, die sich halt so schnell verändern. Wo so schnell was Neues wieder aktuell ist, gibt es, glaube ich, nichts Dümmeres, als sich halt mit Hardware einzudecken, nach und nach, und dann irgendwann den Rechner daraus zu bauen. Wie weit noch? Noch ein Stück, okay. Ja, das halte ich jetzt noch durch. Eine Stunde in Game. Schon ätzend. Ich wollte eigentlich ein bisschen was von Washington sehen, das geht jetzt so gerade schlecht. Mal schauen. Was ist das denn jetzt so schlimm plötzlich? Wahrscheinlich habe ich wieder mit den Haaren irgendwie ätzend ins Auge gestochen. Das, ich hasse es bei meiner Frisur. Ich hasse es halt auch, wenn man die Rift aussetzt. Das ist das einzige Manko, was ich halt bei generell da halt richtig krass habe. Und das ändert sich auch bei keiner von Apple. Es ist halt bei jeder ja der gleiche Scheiß.
dass du halt die Haare nicht ordentlich aus dem Weg kriegst. Wenn du halt nicht eine kurze Frisur hast, ganz ohne Pony, also solange du halt irgendwie Haare vorne hast, die halt vorne runterkommen können oder aus der Frisur rausfisseln können, hast du halt ein echtes Problem, weil du immer die Haare mit in die Rift reinkriegst. Ich hasse es so sehr. Aber also das, ich meine, das kann man halt aber auch nicht den Hardware-Herstellern halt auch nicht vorwerfen, weil da gibt es halt auch keine wirkliche Chance, das zu ändern. Ah, schön hier, ja, doch, jetzt sieht man, jetzt sehe ich gerade wieder ein bisschen was. Schöne Landschaft hier, ne? Wenn man nicht so eilig hätte, wäre es ganz geil. Obwohl momentan ist hier noch keine Musik. Das heißt, wir haben sind noch gerade ganz gut dabei. Oh, und ich habe Sorge, dass ich ein bisschen zu leise bin, aber das kann ich jetzt zum Glück nachbearbeiten, weil ich ja momentan sowieso alles schneide. Was ich leider heute feststellen musste, der Blue Cube hat sich jetzt auch eine Capture-Karte geholt, weil er ja 4K, also bei sich einiges in 4K spielt. 4K-Monitor hat und seine Grafikkarte, seine 2070, das halt, kann nicht 2070, was hat seine 1070, das halt auch schafft. Im Gegensatz zu meiner 79. Deswegen wollte er halt jetzt auch in 4K aufnehmen können. Haken, und das ist halt echt blöd. Die Hardware ist noch nicht so weit. Es lohnt sich gar nicht dabei, eine Capture, doch, es lohnt sich schon mit einem externen Rechner aufzunehmen, weil also gerade die Grafikkarte für das Spiel sehr belastet wird. Aber das Problem ist, du kannst trotzdem dann nur mit diesem blöden Nvidia Onboard, also Grafikkarten Onboard Dings aufnehmen. Mit dem Encoder. Weil der X264, also das, die Prozessor Encodierung, leider das noch nicht bringt. Ich habe es halt bei mir, ich dachte, vielleicht wäre es bei ihm, also ich dachte, vielleicht sind die Intel-Prozessoren einfach sehr viel besser drin, weil er halt da einen Ryzen drin hat in dem Rechner, aber leider nicht. Ich habe es bei mir ausprobiert und das ist halt, also wenn es damit nicht geht, dann weiß ich auch nicht, weil das ist halt die Workstation, wisst ihr, hat zweimal Xeon E5 drin. So, wenn es damit nicht geht, dann geht es auch mit nichts anderes. Das stimmt nicht ganz. Also, du kannst vielleicht 4K encodieren, wenn du also Echtzeit encodieren, wenn du einen Venetchi, wir sind jetzt ein Venetchi. Und noch krasser Prozess, also wenn du jetzt einen Threadripper oder 2 Threadripper oder halt eben 2 neuere Xeons hast, klar, geht das sicherlich, aber leider so mit dem normalen Setup, aber vielleicht sind auch doch nicht die Kerne entscheidend, vielleicht brauchst du auch ein bisschen mehr Gigahertz, obwohl das eigentlich auch, also sein Ryzen hat ja 3,5 oder 3,7 Gigahertz oder so, das heißt, das ist eigentlich. Das ist halt echt ein bisschen doof, dass das halt scheinbar unsere Hardware da noch nicht angekommen ist. Wo ansonsten eigentlich so viel 4K verarbeitet wird. Dass es leider nicht möglich ist, mit Prozessorencodierung in 4K aufzunehmen. Denn dann wird es halt immer der Codierung überlastet, kriegst du diese Warnmeldung von dem Broadcast und dann siehst du auch, dass das Video hinterher leider ruckelt. Und das ist blöd. Das hat mich sehr enttäuscht, das heute feststellen zu müssen, dass tatsächlich bei mir dieses Problem auch vorliegt. Ich habe es ja bei mir einfach nur mal halt dann, also ich habe nur die, und das reicht halt schon, das muss noch nicht mal echtes 4K sein, das reicht halt wirklich schon, wenn du es hochskalierst mit einem Broadcaster. Wenn du halt den Output auf 4K setzt, kriegt das nicht mehr hin. Den Input dagegen, das, oh, Mist.
Mit dem Input dagegen hat er keine Probleme. Also beim BlueCube ja auch, also bei dem ging er jetzt 4K durch die Capture-Karte rein. Und das stört ihn nicht, den Broadcaster, dann kommt er klar. Ja gut, das kann ich jetzt nicht. Stop always. Das muss ich ja. Stop always vielleicht. So, jetzt müssen wir dann nochmal um die Kurve fahren, weil ich dumm war. Aber so sehen wir ein bisschen was von der Stadt. Das sieht ja auch recht nett hier aus. Ich habe schon wieder vergessen, irgendwie ein ordentliches Thumbnail zu machen. Seit wann hat er, hätte da schon immer so eine komische Ampel dran gehabt, der Anhänger? Das sieht ja weird aus. Oder ist das eine Reflexion? Komisch. Warum sieht man die Ampel da drin? Nee, deshalb ist es tatsächlich da dran. Das ist ja komisch. Strange. Ah. Ja, das ist schade. Das heißt, ich werde dabei bleiben müssen. Also da ich ja halt tatsächlich sowieso nicht in 4K aufnehme, habe ich nicht so das Problem. Ich skaliere halt immer hinterher auf 1440p hoch. Im Premiere. Deshalb schneide ich jetzt auch immer, weil das halt einfach auf YouTube, also wenn man halt 1044p hat, ist erhöht sich die Qualität, also es erhöht sich für euch nicht wirklich die Bildqualität, weil es halt nur hochskaliert ist. Es ist halt immer noch 1080p eigentlich. Aber der Vorteil ist, dass ich eben praktisch für euch die Qualität eben halt schon doch verbessert. Weil eben YouTube bei 1080p eigentlich eine, also für Spiele-Content, das ist halt eben das, YouTube ist halt erstmal in erster Linie für Real-Life-Videos, also für herkömmliche Videos aus Kameras ausgelegt. Und da reicht halt die Datenrate, die YouTube halt bietet. YouTube hat, glaube ich, 15 oder 20 Mbit pro Sekunde für 1080p. Und das reicht, wenn man ein das reicht halt eben für eine Nummer, also für ein Video, was mit einer Kamera gedreht ist, aber für Ingame-Grafik reicht das halt nicht, weil bei Gras zum Beispiel, wenn man schnell läuft und da ist Gras im Bild, gibt es halt da ganz, ganz groß das Problem, dass das dann in YouTube halt sehr matschig aussieht und Artefakte hat. Und das habe ich halt das erste Mal damals schon bei der Elder Scrolls Online festgestellt, woraufhin ich halt dann damals die meine Datenrate auch auf 30 Mbit pro Sekunde hochgesetzt habe, aber dann war mir halt nicht klar, dass es halt gar nichts bringt, weil YouTube diese Datenrate halt kommt. Also weil du kannst halt ein Video mit sonst was für eine Datenrate bei YouTube hochladen, YouTube ändert sich halt trotzdem auf das, was ihm passt. So, kann ich auch verstehen, weil der uns, also Google möchte halt auch nicht, Google hat zwar schon ziemlich große Serverkapazitäten, aber sie wollen natürlich auch nicht unendlich ihre Server vollballern. Kann ich auch verstehen. Und das führt aber zu dem Problem, dass ein bisschen daneben, aber es macht nichts, weil daneben kein Anhänger steht, zum Glück. Das sind schon wieder hinten angeeckt ein bisschen. Oh, da steht doch. Na egal, es sollte vielleicht ein bisschen gut. Das passt nicht. So YouTube, Google hat halt schon Serverkapazitäten, aber ich kann es verstehen, dass sie das halt nicht ordentlich unendlich zur Verfügung stellen wollen. Ich bin unendlich das vollballern wollen. Aber das bietet uns YouTubern halt gerade halt Let's Playern eben das Problem, dass
das mit dem Gameplay-Content halt meistens halt wesentlich schlechter auf YouTube hinterher aussieht als die Aufnahme, die man gemacht hat. Mit 30 Mbit pro Sekunde oder so, auch als die Aufnahme, die man 20 Mbit pro Sekunde gemacht hat. Oder so. Ich weiß gar schon, wenn ich im Endeffekt nicht mit dem Sekunde. Und deswegen skaliere ich halt hoch auf 1440p, weil YouTube dann eine andere Datenrate wählt. Dann wählt YouTube, soweit ich weiß, 40 Mbit pro Sekunde. Und dann sieht das Video einfach besser aus. Deshalb lohnt es sich insofern für euch. Es macht schon Sinn. Ich glaube, es ist halt auch nur da, wenn ihr es dann auch hochstellt. Also ihr müsst es das, glaube ich, schon dann auch auf 1440 stellen. Es ist halt leider für euch eben faktisch keine wirkliche Auflösungserhöhung. Aber es ist halt immerhin, es hat halt für euch immer den Vorteil, dass ihr das in der, sozusagen in der Original, einigermaßen in der Originalqualität halt sehen könnt und nicht in den YouTube-Box jetzt vorsetzen würde. Hallo! Das passt ja wieder alles nicht. Ich raste aus. Das Problem ist, man kriegt es ja auch nicht irgendwie so hingelenkt, dass er dann nächstes Mal besser da drin landet. Es sei denn, man fährt halt so nicht jetzt gerade den Rücken noch alle daneben. Das ist jetzt schon wieder nicht besser als eben, glaube ich. Doch, jetzt schon. Ja, komm, wir müssen gerade. Hey, warum? Guck mal, warum eckt der da hinten? Das, ich halte das gerade für. Was ist das unrealistisch, dass der da hinten schon anpickt, der LKW? Also der andere. Na egal, ist es ausgezeichnet. Wir haben ein bisschen das Geld wieder. Ja, seit die 6000, die wir eben abgezogen gekriegt haben, haben wir wieder drin. Juhu. Oh nein, er hat nach dem anderen Dings eben gespeichert, weil jetzt aktuell. Ja gut, vielleicht hätte ich das Spiel einfach schließen können. Vielleicht. Als vorhin dieses Malheur passiert ist. Egal. Wir sind mal wieder ein bisschen gefahren. Ich muss irgendwie meine Augen schonen und deshalb jetzt hier leider ausmachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ich habe euch schön unterhalten mit ein paar Anekdoten hier und ein paar interessanten neuen Themen. Ich finde, es ist ja immer halt so ein sehr geeignetes Let's Play dafür und das ist für mich aber dann mal das Sabbel-Let's Play. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann und tschüss.